Martin war ja ein großer Legionär und er kam gerade von einer Schlacht und in der Schlacht ist sein Pferd gefallen und jetzt läuft er zu Fuß ja über einen großen Berg und sucht etwas, damit er nicht mehr zu Fuß gehen muss. Wo ist denn sein roter Mantel? Na, den roten Mantel... Hat er vielleicht in der Schlacht verloren? Nee, den gibt's doch in Minecraft gar nicht. Oh, den gibt's ihn gar nicht. So. Ja, genau, und das ist doch irgendwie so. Ja, jetzt sucht er auch einen roten Mantel, weil... Oder irgendwas, was halt wie ein roter Mantel, wie ein roter Mantel aussieht. Also ein Ersatz nochmal sehen. Ja, genau. Für beides. Für ein Pferd, für das Pferd und den roten Mantel. Ja. Guck mal, da oben ist ein Lama. Ja, Mantel. Ja. Das könnte doch schon gehen. Ja. Man sieht doch, zufällig hat er ja eine Leine dabei. Ist ja gut. Echt? Ja, stimmt. Ja, gut. Du kannst das ja mitnehmen. Ja. Einfach Lama stehen hier. Und mit zum Stadtteil an Grenzen eben zu meinen Leuten. Hält er nicht mehr auf. Genau. Einfach stehen. Und da sitzt ein großer Schnee, Mann. Der friert. Und er hat sein Leben schon aufgegeben und hat halt eine Lumpen an. Ja, genau. Das war so. Und der Martin, der hat ihn halt gefragt, was ist denn? Und der Bettler hat ihm auch irgendwie geantwortet. Aber irgendwie... Dass ihm kalt ist und genau, dass er nur noch Lumpen hat und nichts mehr hat. Und da wollte ihm Martin halt ein bisschen helfen. Ja, aber er wusste da noch nicht ganz wie. Und der Bettler, der hat auch eigentlich gar keinen Bock, dass ihm jemand hilft. Der wollte irgendwie erfrieren oder sowas. Oder glaube ich. Aber Martin wollte nicht, dass er stirbt. Und wollte ihm gerne helfen, wusste aber noch nicht wie. Ja. Also warte, das war doch irgendwie so eigentlich, dass er dann seinen Mantel geteilt hat. Ja, das geht aber nicht. Ja, okay. Nicht. Teppich kann man auch nicht teilen in Minecraft leider. Mhm. Naja, dann teilt er wahrscheinlich seine Rüstung, oder? Ja, stimmt. Sehr gut. Und der Bettler freut sich dann jetzt wahrscheinlich darüber, über die Rüstung. Ja, sehr gut. Und auf einmal, da kommt ein Licht. Die Welt verschwimmt vor ihren Augen und auf einmal ist die Rüstung zu Gold geworden. Ja, wie ist denn das passiert? Scheiße. Hacker! Genau. Ja. Und die wundern sich ja erstmal. Sieht jedenfalls so aus. Sie ist wertvoller, aber nicht besser. Ja. Gold ist ja auch irgendwie so ganz weich. Glaube ich, ganz schön kaputt. Also irgendwie. Freuten sich und sie in der nächsten Nacht erschien dann ja Christus, den dann den Martin. Christus. Ja. Den Bettler nicht. Ja. Sagte. Das hast du gut gemacht. Was du für einen meiner geringsten Brüder getan hast, hast du für mich getan. So war das, glaube ich. Sind wir denn da jetzt? Weiß nicht. Da ist der falsche Block, ich sehe ihn. Nee, ich sehe auch den falschen Block. Ja, genau, da ist er auch bei der Säule. Stimmt, ja. Stimmt. Und warte, ich glaube, bei der anderen Säule, da fehlt auch noch der Block, aber das sieht man jetzt nicht. Aber wo sind denn jetzt Martin und der Bettler? Keine Ahnung, dann kommen wahrscheinlich gleich. Na, hoffentlich. Es dreht sich ja um die, also wenn die nicht kommen, dann müssen wir. Guck mal, die waren dumm gerade. Ach
So. Habe ich den Domgarten angeguckt. Und St. Martin der Bettler fragt sich. Ja, genau, die müssen sich jetzt auch irgendwie wundern, denn es wäre irgendwie komisch, wenn man 1400 Jahre in die Zukunft gebeamt wird und sich dann nicht wundert. Dass es so ein großes Gebäude hier gibt, was so schön verziert ist und in Minecraft sogar nachgebaut wurde. Ja, wer war denn das? Keine Ahnung. Könnten ja auch ihre Geschichte mal aufschreiben. Ja, können die werden sie wahrscheinlich auch machen. Damit die Nachwelt sich auch daran erinnert. Ja, stimmt. Da, und so. Guck mal, was er in der Hand hat. Was ist denn das? Was hat er denn da? Ich glaube, das ist der Schreibfeder. Ja, genau. Die haben ja vorher noch mit Feder geschrieben, oder nicht mit Fedora Computer. Ja, wir schreiben die Geschichte auf. Jetzt kommt die Musik. Ist der Martinstag. Jetzt winkt er. Das sieht aber irgendwie nicht ganz aus, als würde er winken. Ja. Er rennt immer gegen die Tür. Naja, der hält mal ganz kurz davon, glaube ich. Aber das ist wirklich der Paras, macht der Kniebeugen. In diesem Buch steht ja die Geschichte von Martin. Ja, stimmt, so war das ja. So war das. Und liest er es wahrscheinlich vor. Ja, das ist. Ja, genau. Und jetzt nimmt er Fackeln, weil es erstens keine Laternen gibt für den Martinsumzug. Und ich glaube, also in dieser Version noch nicht, oder? Gibt es die nicht später? Ja, später gibt es später schon. Ja. Kerzen gibt es aber auch nicht, glaube ich, oder? Nee, Kerzen gibt es, glaube ich, noch gar nicht. In gar keine Version. Naja, deshalb nimmt er jetzt Fackeln wahrscheinlich, oder? Nee, auf den Mecken kann und er wirklich Laternen. Guck mal, der kann richtig gut sprinten. Ja. Also mit dem Zeitraffer ist auch wirklich sehr witzig. Und am Martinstag teilt man ja eigentlich immer noch Brot, oder? Oder irgendwas anderes. Eigentlich teilt man ja, oder? Ja, stimmt. Eigentlich ist es ja immer so. Ja, genau darum ging es auch bei dem roten Mantel und so weiter, dass der Martin geteilt hat. Oder eben hier die Rüstung. Die Frage ist, was könnte man denn gut im Mantel teilen? Brot. Ja. Alles sind für Brot. Oder Rüstung. Noch mehr Rüstung. Ja, genau, dann wird es auch heute die Rüstung sein, nicht Eisen. Oder Geld und Zeit. Ja. Es gibt dann Feierschützen zusammen, Martin. Mal sehen, ob das ist. Mal sehen, ob das Weihnachten. Ja. Es ist dann. Man kann halt ja auch mit Tieren Essen geben und da freuen die sich auch.